Nimm nur Feuerholz von dem, was ich eingelagert habe. Na, Glückwunsch. Oh, komm mal. 700. Das ist zu viel. Ich muss es jetzt auf dem Weg machen. Wahrscheinlich ist genau 600. Na gut. Trade. Das Problem an der ganzen Sache, jetzt habe ich eine Baumfarm. Gut, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Der Vorteil an der Baumfarm ist natürlich... Oh Gott, wie groß kann ich die überhaupt setzen? Wartet mal. 15 mal 15, ja? Ernsthaft? Okay. Ich gehe hier sogar rein. Nee. Ja, der Vorteil an der Baumfarm ist in schlimmen Situationen, schlimmen Zeiten, wie auch immer, kann man auf das Feuerholz zurückgreifen. Das heißt, man kann eine Notschlachtung der Bäume machen. Das klingt so falsch, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Überlegen, überlegen, überlegen. Das war so ja jetzt gar nicht. Das ist verdammte Scheiße. Hier kann ich mir jetzt keine Häuser setzen. Das wäre natürlich noch eine Idee. Vor allem, weil Bäume ja sowieso, ne, wenn hier so beliebt sind in der Stadt. Wenn ich jetzt das Ding hier reinsetze, ne, da ist ein Brunnen im Weg. Kack die Wand an. Das sind auch nur 14. Oh Gott. Ich wollte, wenn dann schon auf maximale Größe. Was haben wir dann überhaupt? Später Frühling. Nee, ich muss ja doch ein weiter nach links. Moment. Das waren jetzt wieder drei, ne? Verdammt. Genau, ich will nämlich mit der Straße noch dran vorbei. Gut. Wir machen mal ganz kurz so. Hauen hier oben ein Haus rein. Wir haben keine Steine mehr, ne? Doch, 46 Steine hätten wir noch. Dann brauchen wir noch hier die Scheune. Die Scheune. Die hätte ich ja fast vergessen. Wo ist denn? Da. Gut. Das, das und das Haus. Was brauchen wir denn hier? Nur Holz, ne? Ach nee. Gar nichts. Nur leer machen. Auch nicht schlecht. Okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben zumindest erstmal Seeds da. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Nahrungsquelle. Wir haben ja gerade 74. Wir hatten damals mal das Problem, dass das Lagerhaus überfüllt war. Stonehouse wird auch beliefert. Ach, das ist das hier, ne? 14, 42 Steine. Nee, das ist er hier. Moment. Machen wir das doch so. Da sind ja schon Steine drin, ne? Haben wir ein bisschen wenig Labore, ne? Ja. Aber gut, das wird sich dann auch gleich ändern. Zwei neue Häuser bedeutet neuer Nachwuchs. Jetzt nur die Frage. Die Kinder haben ganz schönes Ende zu laufen, nur um zur Schule zu kommen. Da habe ich auch ein falsches Denken gehabt. Verdammt. Ich brauche Metall. Wie viel hast du schon wieder eingelagert hier? Ach ne, komm.
400 so erstmal reichen. Ich muss ja nur dran denken, dass ich es nochmal umstelle, bevor der nächste Händler da ist. Weil das Holz, was jetzt hier noch da ist, das muss erstmal wieder zu Feuerholz verarbeitet werden. Weil die Mine muss Eisen fördern, sonst kriege ich das da oben gar nicht fertig gebaut. Weil die Häuser brauchen nämlich auch Eisen und ich habe nur noch 11 Eisen auf Lager. Und ich brauche jede Menge Eisen hier auf das Rathaus. Also das heißt, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen umdenken. Wir haben es auch schon mit, das war ein bisschen Stein. Der Ohrschuh wird gerade leer geräumt, genau. Ich brauche eigentlich hier auch noch ein normales Lager, ne? Ja, eigentlich wollte ich schon. Zumindest erstmal ein kleines, irgendwie so als Zwischenlager. Muss auf jeden Fall. Irgendwas muss hierher, damit Rohstoffe, die jetzt zum Beispiel vom Orchard genommen werden, nehmen wir den mal Priorität. Dass die hier gleich in der Nähe bleiben und nicht erstmal sonst wohin geschleppt werden. Oh, das erste Haus ist gleich fertig. Sehr nice. Wir haben natürlich einen Monsterweg jetzt zur Scheune runter, aber eins nach dem anderen. Warum kommt das Rathaus? Dann machen wir den Handelsposten. Ich muss nebenbei darauf achten, wie spät das ist. Oh Gott, ist ja noch früh am Tag, meine Güte. Ist ja noch sehr früh am Tag. Weil ich habe nämlich hier noch ein 16, 22, naja. Gut, lassen wir das mal so stehen, ist egal, Haus ist fertig. Ein Zahnarzttermin. Den darf ich nicht vergessen, wenn ich hier so am Zocken bin. Aber ich habe noch einiges an Zeit. Ich hoffe nur, die Platte läuft nicht voll. Ich weiß nämlich nicht warum, aber Banished ist echt ressourcenfressend beim Aufnehmen. Ich trinke gerade heimlich. Ein Flaschenkind. Muss auch mal sein. Ich werde jetzt auch gleich mal ganz kurz die Datei cutten, damit sie nicht zu groß wird. Und im Falle, dass nicht mehr geschrieben wird, der Verlust nicht zu groß ist. Hat er jetzt eigentlich zwischendrin schon mal gespeichert? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, ja. Oh, komm schon. Das hätte ich auch fertig machen können. Kurzen Moment. Das musste sein. Also die liegen jetzt schon 7 Loks, die werden wir früher oder später eh brauchen. Und die beiden Bilder haben nichts Besseres zu tun, als erstmal hier die Stadt aufzuräumen. Die Storage sparen. So, dann geben wir mal dem hier die Priorität. Der muss ja eigentlich nur leergeräumt werden und was dort leergeräumt ist, ist gleich wieder unser Rohstoff. Rein theoretisch, so der Plan. Ich habe übrigens eiskalte Hände. Das ist etwas, was ich auf den Tod nicht leiden kann. Kalte Füße, kalte Hände, kalte Nase. Das ist, geht gar nicht. Darauf komme ich nicht klar. Mach doch mal Hände, ey. 2415 Steine, es sind darin nur noch 10 da in der Stadt. Okay. Ja, wenigstens wird es gleich an der Stelle ausgelagert, das meine ich. Das heißt, die Rohstoffe, die jetzt reinkommen, die werden hier auch gleich auf den kleinen raufgelegt. Wieso hat die Kohle bei? Ach, soll mir auch egal sein. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Rohstoffe, die dort gleich liegen, gleich mehr wieder verbaut werden können. Dann ist auch nicht so überladen. Deswegen auch nur kleiner. So, noch 5 Steine. Dann ist das zweite Haus. Ne, ein bisschen Eisen fehlt noch. Haben wir nur noch 4? Hm. 41 Objekte müssen auf dem Feld entfernt werden. Das ist krass.
gar nicht so viel aus. Ach doch, es speichert, okay. Da war gerade der Beweis. Also verhungern, glaube ich, werden wir nicht. Das, wie gesagt, ich habe noch ordentlich was im Lager liegen, also im Trading Outpost. Meine Fresse, ist die fleißig. Krass. Mädels, ihr rockt hier, aber richtig. Sind die jetzt mit Steine? Okay, nochmal Steine. Nein. Guck dich die mal an, die ist arbeitswütig, die Frau. Hammer. Muss nachher einfach nur noch Engel. Alter Schwede, die hört gar nicht mehr auf, die Frau. Die ist doch krass. Guck dir. Das ist. In der Zwischenzeit kamen hier zwei Schichtwechsel. Leute, die Hunger hatten oder was auch immer. Wusch, weg damit. Gibt's nicht, echt. Okay, jetzt sei ihr vergönnt. Habe ich hier noch jemand, der gerade arbeitet? Nee. Ach, das waren die beiden Bilder, ne? Warte mal, ihr geht mal ganz kurz hier ein bisschen helfen. Könnt ruhig mal ein bisschen was tragen. Wisst ihr, die rennen da dran vorbei, so, oh, wir sind doch eh nur die Bauarbeiter, wir müssen nichts tragen. Obwohl, die scheinen aus anderen Gründen gerade zu gehen. Sie trägt schon was und holt noch was. Mit 56. Alter Schwede, okay. Genau. Hä? Hat sie ihren... Wartet mal, ein Bilder lasse ich mal... Ich lasse beide Bilder laufen. Ich hoffe, ihr holt das hier auch irgendwann mal ab. Das ist, krass. Kriege ich da hinten noch ein Haus rein? Wäre auch zu doll gewesen, ehrlich. Was macht sie jetzt? Einsammeln. Nein. Alter! Komm schon! Ey, ernsthaft? Frau? Hallo? Du bist wahrscheinlich auch ein Bilder, ne? Nee, Labora, okay. Gehst du jetzt mal ein bisschen einsammeln? Danke. Oh Gott, ey, Leute! Wofür bezahle ich euch? Ja gut, ich bezahle euch natürlich nicht, aber... Einstein. Was macht er jetzt da? Was hat er da in der Hand? Nichts. Doch, irgendwas hat er in der Hand. Also, er geht komisch. Habt ihr das denn jetzt fertig, das Ding? Ja, ne? Sehr schön. Hast du noch irgendwo eine Straße entdeckt, oder was? Ah ja, hier vorne. Oh Gott, ey. Ich hatte eigentlich gehofft, aber wenn man sich jetzt die Bäume anguckt, wir haben schon wieder Herbst, dass ich sie noch rechtzeitig... Ach Quatsch, das ist ja Bullshit. Oh, das dauert ja auch wieder 4-5 Jahre, bis da die Bäume überhaupt so reif sind. Dass sie geerntet werden können. Das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier auch nichts. Metall. Was
Stonehorse, brauche noch ein bisschen Metall. Ist der Pfeil, das ist der hier vorne oder was? Welcher ist das? Ja, genau. Hat 8 Eisen liegen.